Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe. Ich habe eure Nachrichten gesehen, ich habe eure Kommentare gelesen und ihr wolltet unbedingt eine Reaktion von mir auf das Boxdebüt von Islam Dulatov am letzten Wochenende. Und ja, ich wollte darauf sowieso reagieren, habe aber das Video noch nicht gesehen, habe aber einen kleinen Ausschnitt aus einem anderen Video gesehen, wo man etwas von seinem Kampf sehen konnte. Ich muss an dieser Stelle ehrlich sagen, ich war überrascht. Islam Dulatovs Gegner hat kurzzeitig noch sich geändert. Ich hatte ja in einem vorherigen Video bereits über den Gegner geredet. Das sollte Jan Rantanen sein. Und ich habe natürlich meine gewisse Kritik geäußert, dass der jetzt nicht so ein würdiger Gegner ist. Aber natürlich für ein Boxdebüt ist das vertretbar. Wir wissen, im Boxen ist das immer noch mal etwas anderes mit Aufbaugegnern. Das ist dort eher ja, üblich. Und natürlich für ein Boxdebüt, vor allem auch eine Woche, nachdem er jetzt schon MMA gekämpft hat. Zwar auch nur gegen den Hausmeister, aber ja, war vertretbar. Jetzt ist dieser aber nicht verfügbar gewesen. Und Islam hat sich kurzfristig dazu überreden lassen, oder er hat sich dazu entschlossen, trotzdem diesen anderen Gegner anzunehmen. Und ich habe jetzt mal kurz das Boxrec von diesem Gegner gesucht. Und natürlich gefunden und wir können hier sehen, es handelt sich um Wilmer Barón, ein Kolumbianer, der im Super-Mittelgewicht gerankt ist. Wir müssen an dieser Stelle sagen, Islam Dulatov eigentlich ein Light-Heavyweight, aber natürlich, wenn man einen Kampf so kurz vorher annimmt, ist das verständlich, dass man in einer höheren Gewichtsklasse antritt. Was wir hier aber sehen, der große Unterschied zwischen Wilmer Barón und dem ursprünglichen Gegner ist das Alter. Ha? Wilmer Barón, 26, ein junger Kolumbianer. Er hat eine orthodoxe Auslage, also gleich wie Islam. Hat bereits 9 Kämpfe gehabt, davon 6 Siege, 5 durch K.O. und 3 Niederlagen. Ist gerankt mit einem halben Stern und ist momentan, hier oben steht, suspended bei Bund Deutscher Berufsboxer. Das könnte daran liegen, weil er jetzt eben verloren hat und eventuell, um ja, Hirnschäden vorzubeugen oder so anderes. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, wenn wir uns jetzt mal den Rekord von Wilmer Barón anschauen. Und ich glaube, ihr seht das hier ziemlich gut. Ich mache mich aber nochmal etwas kleiner, dann seht ihr das noch besser. So, wir können hier sehen, er hat seine allerersten 6 Kämpfe nacheinander gewonnen. Okay, das waren jetzt Aufbaugegner. Wir können sehen, Gegner 2 zu 8, 1 zu 18, Debüt 1 zu 0, immerhin 9 zu 39. Okay, aber wie gesagt, das wissen wir bereits, im Boxen ist das mehr oder weniger üblich. Danach hat er zweimal im Ausland gekämpft, genauer gesagt in United Kingdom, also in Großbritannien. Dort hat er verloren. So. Danach sehen wir hier der Kampf gegen Islam Dulatov. Der hat mittlerweile natürlich stattgefunden und den hat er auch verloren. So, ohne aber jetzt weiter darauf einzugehen. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel von dem Gegner sonst gesehen, außer einen kurzen Ausschnitt. Was ich aber sagen kann, ist, er ist jung, er ist athletisch und motiviert, um zu gewinnen. Aber ich nehme jetzt nichts mehr weiter vorweg. Wir schauen uns das Video an auf dem Kanal Dulatov Brothers und überzeugen uns selber. Let's go. Code Dulatov. Ich meine, ein bisschen diesig, ein bisschen Bescheid. Mit so einem T-Shirt machst du auch immer Maske, so mit Denner. Wie machst du das? Nein. Hast du dein Markenzeichen vergessen, oder was? Ja. Ich habe im Auto irgendwelche Sachen, wir werden da schon was finden. Ja, eine alte Socke, oder was? Arena sieht gut aus, ja, Leute? Habt ihr gesehen? Also die Arena sieht wirklich... Große Arena. Ah! Der Kerim hat ja auch gekämpft. Ich muss euch da eine Geschichte erzählen, liebe Freunde. Gestern habe ich einen Anruf bekommen von der Busfahrergewerkschaft aus Deutschland. Die haben gefragt, ob ich noch irgendeinen Busfahrer kenne, weil die Busse in Deutschland fallen jetzt die ganze Zeit aus, weil der Kerim wieder wütet. Ich habe denen aber gesagt, ich kann da leider nicht helfen. Ich bin in Thailand. Aber wenn ihr auf jeden Fall jemanden kennt, dann... Sagt ihm mal Bescheid, er ist wirklich gebraucht in Deutschland. Die Busse müssen wieder pünktlich kommen, das kann wirklich nicht sein. Aber Leute, Spaß beiseite. Ich werde zu dem Boxkampf von Kerim Engizek
ein separates Video noch machen, aber heute soll es wirklich mal um Islam gehen. So, wir schauen uns jetzt sicher mal die Waage an der beiden. Dort können wir ja schon mal etwas sehen. Okay, das ist jetzt ein anderer Kampf hier. Das ist, ja, wie gesagt, Leute, dazu gibt es noch ein Video. So, jetzt können wir hier sehen, Islam Dulatov und sein Gegner Wilmer Baron. Wir können hier sehen, Wilmer Baron, jung, austrainiert, athletisch, etwas kleiner als Islam Dulatov. Ich kann mir aber vorstellen, dass die gewichtsmäßig nicht so viel auseinander sind, weil der Wilmer sieht mir ein bisschen muskulöser aus. Bruder, das ist extra für Islam hergekommen, sag ich ehrlich. Wollen seinen ersten Profikampf natürlich nicht verpassen. Und wir sind uns auf jeden Fall sicher, es wird ein Sieg, inshallah. Ja, Schein auf deinen Nacken. Auf deinen Nacken. Mach mal deine Tasche bereit. Diese Tasche ist seit 5 Jahren zu. Mach die einmal auf. Ich will sehen, was da drin ist. Ich möchte nur eins sagen. Wenn er kein Ferrari fährt, nächstes Jahr möchte ich ihn nicht als Bruder haben. Okay, alles klar. Gibt es noch was Interessantes? Ich würde gerne was zum Kampf hier hören. Jetzt geht's hier schon los, oder was? Was ist denn hier? Ah! Ein kleiner Teaser, Leute. Ein kleiner Teaser. Ein kleiner Teaser, hä? Hier. Hä? Seht ihr das? Auch ein austrainierter Gegner, hä? Auch ein austrainierter Gegner. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dafür machen wir noch ein extra Video. Heute soll es wirklich mal um diesen jungen Herren gehen. In so einer Stunde kämpfe ich oder eineinhalb Stunden kämpfe ich schon. Hast du die Kämpfe vom Kerem? Nein, leider nicht. Ich bin gerade erst gekommen. Ja, verspätet. Aber ich weiß, haben beide gewonnen und deswegen ich bin sehr, sehr froh. Habe auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein. Und deshalb jetzt sind wir in der Reihe. Let's go. Was wird das für ein Kampf? Heute wird Islam wieder zeigen, dass er Allrounder ist. Ja, der Cousin macht das schon. Heute haben wir schon 2 Siege hier eingefahren. Der dritte macht der Cousin dahin. Schade, das geht ab. Alles gut. Los bei dir. Bruder, die Jungs haben auf jeden Fall super Arbeit geleistet bisher. Armin und Kerem. Okay, ich möchte jetzt hier wirklich. Oh, das ist der Boxtrainer. Mal schauen, was er noch zu sagen hat. Ja, das ist Islams Boxcoach hier. Gott sei Dank, alles hat sich gelohnt, alles hat sich ausbezahlt gemacht. Kerem hat in der 2. Runde durch K.O. gewonnen oder TKO und Armin hat über 6 Runden geboxt. Und wir wollten auch, dass der Armin die ganzen 6 Runden geht, damit er das Gefühl bekommt. Am Ende des Tages alles Erfahrung. Armin ist 23 Jahre alt. Er muss niemandem was beweisen außer sich selber und er hat mich zufrieden gemacht, Kerem hat mich zufrieden gemacht. Ich bin sehr, sehr glücklich. Okay. Kennt ihr diesen anderen, diesen Armin? Den kenne ich nicht. Wäre vielleicht auch mal interessant. Weiß nicht, wer das ist. Wenn ihr den kennt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Islam hat heute einen starken Gegner, aber Islam ist mental so stark, ich glaube nicht, irgendjemand kann den brechen. Und ich freue mich drauf, ich versuche den jetzt auch gleich zu helfen mit Pratzen. Let's go. Alles klar, jetzt geht's Warm-up, also das muss jetzt kurz vorm Kampf sein. Hier, ich mach mal kurz ein bisschen Musik weg. Einfach damit hier uns das Video nicht weggestrikt wird wegen Copyright. Ich weiß ja nicht, was sie da für Musik benutzen. Sieht auf jeden Fall scharf aus hier, okay. Ja, bisschen Schattenboxen, bisschen Pratzen hier, schön aufwärmen, ja. Ja, man sieht das auch an seinem Gesicht, ja? Kurz vor dem Kampf. Ja? Er ist, wie man so schön sagt, dialed in, im Modus. Hier, Ring Life noch. Ein paar Wochen Behandlung und dann schauen wir mal, dass es besser wird. Hoffen natürlich, dass das sich alles wieder bessert, aber was wir an dieser Stelle sicher sagen können, dass es keinen Kampf mehr von Ring Life geben wird. Das hat er ja selber auch gesagt. Schade an dieser Stelle, aber ja, was will man machen? Genießen wir lieber die Kämpfe, die wir haben und die Kämpfer, die noch aktiv sind. Bringt nichts hier zu verweilen. Mich würde mal interessieren. Und, ja, macht auf jeden Fall Spaß zu moderieren, ne? Okay. Hier noch ein bisschen Werbung von Islam, alles klar, das sei ihm gegönnt. Jetzt hat sein Bruder noch irgendwas hier zu sagen. Schauen wir mal, was da noch kommt. Boah, ich pack mich auf jeden Fall. Bruder, weißt du, ich kann nicht irgendwie 12, 13 Jahre alt Schattenboxen nicht haben. Und Roy Jones, ja, Master for Graf lief. Ja, Master for Graf. When they stole my gold medal on four. Englisch on point. Dann meinte Arzt 3 Monate keine Arbeit mit der Hand. Ah. Du kennst es, Bruder. Zu Islam meinte auch 2, 3 Monate die Finger, dies, das, 3 Wochen später gekämpft, Bruder. Ich will natürlich auf den Arzt hören, 6 Wochen Ruhe. Und ich trainiere jetzt schon mit der Linken. Ich habe gestern Beine trainiert, meine Beine sind am Arsch. Und ich glaube, ich fange so in 4 Wochen an auszuziehen. Und dann, ich lasse es zwar getaped, hart machen, mit Bandagen nochmal und danach roll ich.
Also Tamerlan hat sich offenbar die Hand gebrochen oder ähnliches im Kampf vom letzten Wochenende. An dieser Stelle gute Besserung. Tamerlan, gib Gas, du hast viel zu tun, du musst aufräumen. Neue Kämpfe, so bald wie möglich, aber erstmal gute Besserung. Und jetzt schauen wir erstmal, was hier der Islam macht. Aufwärmen. Bisschen Pratzenarbeit. Sehr gut. Ja. Ich kenne das. Also wenn meine Kumpels kämpfen, ich bin immer mehr aufgeregt für sie, als wenn ich selber kämpfe. Und jetzt bei Brüdern ist das wahrscheinlich nochmal was anderes. Ich kann mir das nur vorstellen, wie das wäre, wenn einer meiner Brüder kämpfen würde, wenn ich dabei wäre. Aber was man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, Leute, ist wirklich, wenn ihr dabei seid bei jemandem, den ihr gut kennt oder ein guter Kumpel oder in dem Fall Bruder, wenn der kämpft, ihr seid da brutal nervös. Ja? Das ist was ganz anderes. So, jetzt geht's los hier. Okay. Volle Arena, hä? Also da geht's wirklich ab. Auch die machen eine gute Show hier. Sieht wieder mal professionell aus. Schon letztes Wochenende beim Sparta sah das gut aus. Die machen natürlich auch die Halle voll, die Jungs, hä? Das muss man hier schon sagen, ne? Krass. Auf jeden Fall. So. 4 Runden im Halbschwergewicht. Okay. Okay, als allererstes können wir hier sehen, beide in orthodoxer Auslage, linker Fuß vorne. Islam versucht hier seinen Jab reinzubringen. Schön mit der Führhand. Aber er kontert gut hier seinen Gegner. Beide in der Ringmitte. Sieht auf jeden Fall spritzig aus, sein Gegner. Und man sieht auch eindeutig den Unterschied von einem richtigen Boxer zu einem MMA-Kämpfer. Das Striking ist einfach anders. Und auch, ja, Styles makes fights. Also hier, man sieht wirklich zwei unterschiedliche Stile. Der eine, klein, kompakt, versucht auch viel mit Level-Changes zu arbeiten. Und Islam, eher der große Kämpfer, versucht natürlich viel mit der Führhand auf Distanz zu bleiben. Aber wie es mir hier aussieht, hat er da ein bisschen Probleme, seine Distanz zu finden. Er bewegt sich hier gut, sein Gegner. Macht Druck. Oh, und er landet auch. Ja. Oh, und zum Körper sind hier mehr einzelne Schläge. Jetzt gehen wir noch ein bisschen ins Ringen hier, oder was? Er hat die Hand festgehalten, hat er gesagt. Okay. Und die Rechte hat von Islam getroffen, aber der Gegner gerade am Kontern. Ja, er bewegt sich schön mit seinem Kopf, der Gegner. Also diese erste Runde war hart. Sehr guter Tipp hier vom Corner. Und ich starte auch so ein bisschen das Gefühl, Islam hat sich zu wenig bewegt, also zu wenig Weitbewegung, sehr statisch. Das ist halt aber auch ein bisschen das MMA-Ding. Das ist im Boxen halt ganz anders. Aber auch, was er hier sehr gut sagt, Ziel auf die Brust. Wieso sagt er das? Wenn ihr auf den Kopf zielt und der Gegner, wie sein Gegner, immer Level-Changes macht, dann schlagt er über seinen Kopf hinweg. Wenn ihr aber auf die Brust zielt und er macht einen Level-Change, dann trefft ihr das Kinn. Ja, sehr guter Tipp. Außerdem sagt er, bereite deine rechte Hand mit der linken vor. Was er damit meint, Islams Schlaghand ist natürlich die rechte, seine Rückhand. Und um die vorzubereiten, müsst ihr die mit der linken Führhand vorbereiten. Denn Boxer sind enorm gut im Ausweichen und im Parieren und im Blocken. Meistens die ersten zwei, manchmal sogar drei Schläge kann ein Boxer sehr gut ausweichen und blocken. Darum müsst ihr, wenn ihr die Schlaghand hart treffen wollt, die immer etwas vorbereiten mit der Führhand. Sehr gute Tipps hier. Was hat er gesagt? Ich muss nochmal kurz zurückgehen. Bisschen aufwärmen. Ja, ihr könnt das hier hören von den Leuten. Also eventuell die erste Runde ging eventuell an seinen Gegner. Ja. Hier versucht jetzt auch, jetzt versucht er wirklich seine Rechte vorzubereiten. Das könnt ihr sehen. Er schlägt den Jab und zirkelt immer auf seine linke Seite. Wenn ihr auf eure linke Seite zirkelt, kommt die Rechte natürlich mehr in die Bahn.
Jetzt hat er hier aber bisher noch nicht die Rechte geschlagen. Gucken wir uns das hier nochmal an, wie er das macht. Zirkel und schlagen. Ja, sehr gut. Ja, aber der Gegner sehr gute Maid-Bewegungen, hä? Hier stehen sie wirklich jetzt in der Ringmitte. Und jetzt auch wird geklammert. Jetzt wird geklammert. Das ist natürlich... Oh, 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 oh. Das ist natürlich für den kleineren Gegner auch ein Risiko, zu klammern mit einem größeren Gegner, denn das macht die Arme sauer. Das macht die Arme müde. Aber diese Kombination, die nimmt mich jetzt wirklich wunder, was jetzt hier passiert. Ich spule das daher nochmal kurz zurück, ein Frame. Jetzt Körper und trifft er zum Kopf. Körper. Oh, fast. Ah, das wäre ein harter Schlag gewesen. Er macht auf jeden Fall hier enorm Druck. Lässt Islam ein bisschen ins Leere laufen. Islam hat Probleme, seine Distanz zu finden. Man kann das hier sehen. Islam mit seiner Reichweite müsste eigentlich auf Distanz boxen. Aber sein Gegner wahrscheinlich, auch weil er kleiner ist, schneller. Ja? Und damit hat Islam jetzt gerade hier ein bisschen Probleme. Was ihr auch überlegen müsst, Leute. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass schwarze Menschen mehr Fast-Twitch-Muscle haben als weiße Menschen. Weiße Menschen haben eher Slow-Twitch-Muscle. Was das bedeutet ist, Fast-Twitch-Muscle sind die Muskeln, die ihr braucht, um Schnelligkeit zu generieren. Darum seht ihr sehr viele Schwarze, die gut im Sprinten sind. Und Low-Twitch-Muscle sind eher gut für statische Kraft und für Kraftausdauer. Und wir können hier wirklich sehen, bei dem Kleinen, der ist ja wie eine Sprungfeder. Der ist athletisch, der ist drahtig und schnell. Und ich glaube, damit hat Islam jetzt gerade ein bisschen Probleme. Trifft hier aber eine gute Kombination. Das sind keine Wirkungstreffer, aber er macht auf jeden Fall Druck. Hier ist wirklich Give and Take. Ja? Ein paar nehmen und dann zurückgeben. Oh, und jetzt gibt's Druck. Oh, oh. War das ein Knockdown? Nee. Wird nicht angezählt. Ah, er mag deine Rechte nicht, sagt. Hey. Oh, 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 oh. Findet nicht ganz seine Distanz, hä? Ist hier tatsächlich mit einem kleineren Gegner auf Nahdistanz am Boxen, hä? Schaut euch das hier nochmal an, Leute. Versucht hier auf lange Distanz seine Distanz zu finden. Das funktioniert nicht. Dann schließt er die Distanz und kämpft tatsächlich mit einem kleineren Gegner auf enge Distanz. Hier. Bam, 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 bam. Alles keine Wirkungstreffer, aber natürlich zählt das. Oh, und der Gegner wird hier ein bisschen... MMA machen. Sehr schön zum Körper getroffen. Islam, wenn du den an den Seilen hast, press den. Ja. Ich glaube, der Gegner würde ein bisschen müde hier an dieser Stelle. Der sieht mir nicht mehr so spritzig aus. Das könnte auch mit den Klammern zusammenhalten. Gegen einen größeren, schwereren Gegner zu klammern, das macht die Arme müde. Bewegt sich aber noch recht gut. Islam macht jetzt Druck hier wieder. Oh, oh, oh. Knie auf dem Boden. Erster Knockdown. Hä? Zählt er ihn an oder was? Sehen wir jetzt nicht. Okay, Islam macht wieder Druck nach vorne. Körper, Körper. Sehr stark, sehr stark. Und zum Kopf. Oh, aber der Gegner countert immer noch mit einzelnen Schlägen jetzt nur noch. Islam macht Druck. Muss aber aufpassen. Und der Gegner hier am Klammern. Okay, das war glaube ich die dritte Runde oder... Ja, sehr guter Tipp zum Körper. Okay. Runde Nummer 4. Ah, und die stehen hier wirklich in der Ringmitte. Hä? Es kommt nicht mehr viel vom Gegner zurück. Ich glaube, der ist müde. Und Islam mit viel mehr Volumen. Oh, oh, guter Treffer. Ah. Ja, der Gegner will aber noch. Man kann das sehen. Er will noch, aber er kann nicht mehr. Das ist hier wild, hä? Wenn ihr solche Aktionen seht, so wilde Aktionen, dann sind das immer zwei verbissene, sture Kämpfer, die noch irgendwie gewinnen wollen. An dieser Stelle muss ich aber sagen, Islam an dieser Stelle wahrscheinlich am Führen auf den Punkterichterskalen. Der Gegner sieht mir aus, als konnte er dieses Tempo nicht mithalten, was Islam an ihn gebracht hat. Und vor allem mit dem Druck nicht umgehen. Ja, das sind alles nicht wirklich Wirkungstreffer, aber das ist Druck. Und da ist vorbei. Ja. Schauen wir uns die letzten Frames nochmal an, weil das ist ja wirklich ein geiler Kampf. Schau mal, Leute, die stehen hier bis zum Schluss in der Ringmitte und schenken sich hier gar nichts. Ja.
Hier jetzt diese wilde Aktion. Er kommt auch nochmal zurück. Jetzt ein schöner Treffer hier. Schöner rechter Haken. Ja. Oh, wow, 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 wow. Ah, geh aus dem Bild, Kampfrichter. Der Referee steht uns hier ein bisschen im Bild mit seinem fetten Arsch. Ich hätte das gerne gesehen. Ah, stark. Stark. Wirklich, wirklich stark. Ja. Islam fängt etwas verhalten an. Also ja, er hat am Anfang Probleme gehabt, aber gegen Ende hin immer stärker. Muss ich an dieser Stelle, Leute, gibt's nichts zu sagen. Hut ab, Respekt. Respekt bei aller Kritik, wo ich immer gehabt habe für die Gegner und für dies und für das, muss man auch mal sagen können, wenn was wirklich stark war. Und für ein Boxdebüt, der Gegner war gefährlich, das müssen wir sagen. Auch wenn der Gegner leichter war, spritzig, explosiv. Der Gegner war gefährlich. Islam selber hat sogar in der ersten Runde Probleme gehabt, aber dann einfach wirklich mit dem Druck den Gegner gebrochen. Und da muss man wirklich sagen, Respekt, erster Boxkampf, stabile Leistung, 4 Runden geboxt. Sieht auch konditionell sehr stark aus. Hä? Man müsste natürlich überlegen, 4x3 Minuten, ja, sind 12 Minuten. Aber trotzdem, ja, stark. Ja. Verdient lässt er sich jetzt feiern, ja. Verdient. Mal schauen, gibt es noch irgendwas zu sagen? Mal schauen, was der Bruder sagt. Keine Vorbereitung, weißt du? Was? Keine Vorbereitung? Boah, das war richtig schlimm, weil, der, wie ich dir gesagt habe, keine Vorbereitung, weißt du? Okay. Interessant, keine Vorbereitung. Wieso denn das? Ja, einstimmig nach Punkten. Sehr stark. Respekt an den Gegner. Ja, hier könnt ihr das nochmal sehen, auf dem Frame. Der Gegner ein bisschen kleiner, aber nicht so viel leichter wahrscheinlich. Sieht schon breit aus. Ja, Respekt. Okay, wichtig. Haha. Nice. Okay. Gibt's noch was hier von Islam eventuell? Hat er noch was zu sagen? Ah, okay. Was war es in der zweiten Runde? Du hast immer noch gebucht mit der Hand oder was? Dass er meine Hand hält. Ah, ja, ja, das haben wir gehört. Ja, das haben wir gehört. Ja, Leute, ich würde sagen, boom, das war's mit dem Video von Islam Dulatov. Und wie gesagt, meine lieben Freunde, bei aller Kritik, die immer da war für diesen Kampf, ich ziehe meinen Hut. Ja, Respekt, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video zu Kerim Engizek machen. Aber Leute, gebt mir doch bitte ein bisschen Zeit. Momentan, ich habe mit Training wirklich sehr viel zu tun. Nächster Kampf am 4. November in Ekaterinburg in Russland. Dabei könnt ihr mich gerne supporten. Ihr könnt mich natürlich auch supporten, indem ihr meine Videos liked, teilt und den Kanal abonniert. Das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei RobZilla TV. Bis dann, macht's gut. Peace.